Dach ist ja prinzipiell immer eine Lebensaufgabe. Die Idee ist ganz lange in mir gereift. Ich habe das ein paar Jahre lang studiert. Ich habe 5 Jahre ganz aktiv dran gearbeitet und weiß auch, dass ich die nächsten 50 Jahre dran arbeiten werde, wenn ich das Glück habe, so alt zu werden. Ich glaube, die wichtigste Entdeckung bei dem ganzen Projekt, bei der ganzen Zeit, war, dass es vollkommen in Ordnung ist, zu scheitern. Und ich habe in der ganzen Zeit viele Prozesse durchgemacht, musste dabei dann eine Aufnahme vollständig neu produzieren, weil ich die alte dann verworfen habe. Das hat das Ganze nochmal in die Länge gezogen. Aber das war innerhalb dieses Prozesses sehr heilsam, war sehr gut. Und ich glaube auch für das Endergebnis extrem wichtig. Mir wurde immer gesagt, Bach muss sprechen. Ich wollte einen sprechenden Ton finden, ich wollte eine Geschichte erzählen, in verschiedenen Farben. Bach wollte dieses Problem lösen. Wie bringe ich Mehrstimmigkeit in ein einstimmiges Instrument? Diese latente Mehrstimmigkeit hat extreme Anforderungen an den Spieler gestellt damals und wurde dadurch etabliert, als gängig und möglich vor allem. Und gerade beim Cello war es absolut unüblich. Eine Sprache zu finden, die heute wie auch damals hätte verstanden werden können, ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Generation.